Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, ich spiele diesmal wirklich im Tageslicht. Hoffe, es läuft genauso wie am Abend. Und wir spielen mit The Spirit. Ein sehr schwieriger Killer, aber wenn's... Also, ich komme halbwegs mit ihr klar, würde ich sagen. Sie macht Spaß. Sie macht sehr viel Spaß, aber es ist schwierig mit ihr. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch umentschieden. Ich hab letztens gesagt, ich mache jeden Killer und dann, also jeden Killer einmal, dann jeden Killer zum zweiten Mal. Das ändere ich um. Ich nehme nur die Killer. Oh, Entschuldigung. Ha, nur wenig gestorben. Ich nehme die Killer, mit denen ich auch halbwegs umgehen kann. Wenn ich jetzt eine Nurse habe oder Huntress, muss ich halt noch ein bisschen üben. Und ich denke mal, es macht auch mehr Spaß zuzuschauen, wenn auch was passiert. Wenn ich jetzt sowas wie die Nurse spiele, die an der Konsole nicht allzu einfach ist und nicht allzu gut, während sie am PC natürlich die beste Killerin überhaupt ist, bringt das nicht viel. Muss ein bisschen geübt werden und dann kann ich das auch in dem Falle zeigen. Aber dann bleibe ich erstmal bei Killern, die ich kann. Das ist immer noch Clown. Mit dem Schwein kann ich immer noch spielen. Also mit Pig kann ich spielen. Clown, Pig, Trapper hin und wieder vielleicht auch. Je nachdem, was so eine Daily ist. Spirit, Legion, Leatherface. Also sind einige. Also es fallen nicht allzu viele weg. Dann schauen wir mal, wie es laufen wird. Doch, richtig gehört. Ja. Das ist ein purer Mindgame-Killer. Hier musst du wirklich damit spielen, womit der Survivor rechnet und was er tut. Einen Gen haben sie schon fertig. Ich hoffe, wir kriegen ihn jetzt. Und der Gen ist auch hier schon fast fertig. Die Sache ist, er hat Decisive. Oh, das war nochmal sehr bescheuert. Ich habe leider keinen Haken in der Nähe. Nö. Oh, Leute. Oh, so kurz. Ich verschätze mich immer noch sehr oft bei der Distanz. Haben wir hier einen Haken? Wir haben auch hier keinen Haken in der Nähe. Das tut mir sehr leid für dich. Aber klar.
Da ist er. Schade. Da sind wir wieder. Hallo. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, dieser Decisive-Typ am Anfang, den ich nicht an den Haken platzieren konnte, weil er nie in der Nähe eines Hakens war. Sehr, sehr ungünstig. Gut, sie war die einzige, die ich gehört habe. Tut mir leid. Aber du kommst direkt wieder ran. Leider nicht gesehen, wo die hingerannt ist. Es tut mir leid, ich sehe immer nur dich. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich habe aber leider nur sie gesehen. Das ist der Nachteil. Wenn man nur sie hört, weil die anderen nicht verletzt sind, ist es schwierig, auf jemand anderen zu gehen. Ah, ich dachte, sie läuft nach links. Claudette, sie ist so schwer zu sehen. Ich dachte, ich hätte gerade einen Grasbüsch sich bewegen sehen. Da ist er. Ja, schade. Okay, 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 okay. Haarscharf. Okay. Tut mir leid, dass ich in einen wegtunnen musste. Ich habe halt nur ihn gehört. Und die anderen haben leider keinen Sprung gemacht.
Ah, schade. Hat er gut geblockt. Gut geblockt. Gut geblockt. Sehr gute Gens gemacht. Leider noch nicht optimal von den Perks her. Ich muss da noch austesten, was da addonsmäßig drauf ist. Hier mit den Phasen, das will ich öfters benutzen, weil sie sonst hören, wo ich herkomme. Ja, ansonsten, ja, Perks, ne? Es hätte einiges an, es hätte uns mehr geholfen, wenn wir ihn an Haken gekriegt hätten. Aber wir mussten ihn, also ich musste ihn leider liegen lassen, weil sonst hätte er sich wieder befreit und dann wäre die Jagd weitergegangen. Ist halt leider doof. Es war auch doof von mir, ihn so lange zu verfolgen. War mein Fehler. Aber dieses, das Perk macht es halt sehr oft kaputt. Leider. Leider, leider. War auch leider kein Haken in der Nähe. Das hatte ich halt gehofft, aber naja. Kann man nichts machen. Egal. Ich werde jetzt in nächste Runde, guck ich mal, worauf ich Lust habe. Vielleicht nochmal Legion. Einfach, weil er mir Spaß macht. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, besser zu spielen die nächsten Male. Und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Haut da rein, Leute. Tschüss, bitte.